Ich habe ein kleines Projekt, an dem ich seit dem März letzten Jahres dran bin. Ich komme nicht schnell damit vorwärts und ich brauche irgendwann noch genau 5 freie Tage, um es abzuschließen. Dieses Projekt ist der Kocher Jagst Trail, ein Wanderweg von Blaufelden nach Kirchberg, von dort nach Crailsheim, nach Wildenstein und über Rosenberg, Hohenberg und Schwäbisch Hall dann wieder nach Blaufelden. 10 Tagesetappen, um einen freien Tag zu verbringen, der nichts weiter von mir verlangt, als einen Schritt vor den anderen zu setzen. Denn damit komme ich ans Ziel. Vielleicht nicht schnell, aber irgendwann. Ich gehe gerne alleine. Dann kann ich in meinem eigenen Tempo gehen. Ich muss mit niemandem sprechen und ich kann meinen Gedanken nachhängen. Inzwischen mache ich das so, dass ich meinem Mann zu Hause auch eine Landkarte dalasse und ich ihm gelegentlich kurze Nachrichten schicke, wo ich gerade bin. Außer diesem hilfreichen Wanderführer und natürlich Proviant habe ich mein Handy dabei. Und nun wollte ich meinem Mann neulich eine Nachricht schicken. Ich schrieb also, ich mache Pause bei der. Und dann tauchten Textvorschläge auf. Das machen Handys so. Schreiben wollte ich, ich mache Pause bei der Antoniushütte. Die liegt im Wald zwischen Rechenberg und Ellwangen. Mein Handy schlug als Ergänzung zu, ich mache Pause bei der, die Worte Diakoniestation und Bibelstunde vor. Ja, da steht man dann lachend im Wald. Aber es war für mich ein Anlass nachzudenken. Nein, die Diakoniestation eignet sich zurzeit nicht so für eine Pause. Ob das den Schwestern so geht, dass die Diakoniestation für sie eine Pause ist, wenn sie zwischen den Touren dort vorbeischauen, da müsste man die Schwestern fragen. Aber Bibelstunde, das fand ich einen ganz guten Vorschlag. Ich mache Pause bei der Bibelstunde. Als ich dann in der Antoniushütte saß und mich an meinem Proviant stärkte, dachte ich, so eine Pause, um den Körper zu stärken, das ist gut. Den Weg, auf dem man ist, unterbrechen, um dann gestärkt weiterzugehen. Was mein Käsebrot und das Wasser für den Körper, das ist die Bibelstunde für die Seele. Es muss ja keine Stunde sein, vielleicht noch nicht mal eine klassische Bibelstunde in einem Kreis. Warum nicht eine Bibelviertelstunde alleine? Ich mache Pause in der Bibelstunde und gehe danach innerlich gestärkt und vielleicht auch neu geerdet und ausgerichtet an die Arbeit. An unserer Küchentür hängt eine Postkarte, auf der steht: Die Ruhe ist nicht der letzte Seufzer der Ermattung, sondern ein Offenwerden für neue Anfänge. Es ist ein Zitat aus dem Buch Warum Ruhe unsere Rettung ist von Thomas Sjödin. Die Pause steht am Anfang der Arbeit, nicht nur morgens. Auch zwischendrin irgendwann am Tag, wenn ich eine Pause auf meinem Weg brauche, um gut weiterzugehen. So weidet mich Gott auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ich darf nur nicht an Wasser und Weide vorbeilaufen, weil ich meine, dass ich dann schneller ans Ziel komme. Ach ja, und manchmal werde ich auch gefragt, ob ich denn keine Angst hätte, so alleine unterwegs zu sein. Dann muss ich an eine ältere Frau denken, die nach dem Frauenkreis am späten Abend einen einsamen und dunklen Heimweg hatte. Sie hat auf diese Frage, ob sie denn keine Angst hätte, so alleine im Dunkeln, schmunzelnd gesagt: Alleine? Ich bin doch zu zweit. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, du bist bei mir. Und so erinnert mich der Kocher Jagst Trail daran, dass ich nicht alleine unterwegs bin und dass der Weg weitergeht, indem ich einen Schritt nach dem anderen tue. Und jetzt erinnert er mich auch daran, dass ich Pause machen darf, um gestärkt an Leib und Seele meinen Weg weitergehen zu können. Als ich dann überlegte, welches Lied vielleicht dazu passen würde, fiel mir eines ein, das wir in der Jungschar gesungen haben. Du bist mein Zufluchtsort. Seien auch Sie behütet unterwegs und vergessen Sie die Pausen für Leib und Seele nicht. Thank you.
Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich traue auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Traue ich auf dich. Du bist mein Zug. Ja, ich traue auf dich. Ich berge mich. Und ich sei allein. Ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Auf dich. Du bist mein Zug. Ja, ich traue auf dich. Ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn, traue ich auf dich.